Das Spiel wurde vom Nintendo-eigenen Entwicklerstudio R&D 1 entwickelt und auch selbst in Europa 1990 veröffentlicht. Wer auch sonst sollte ein Mario-Spiel herausbringen? Wie eben schon angesprochen, war es eines der Launch-Titel des Systems. Super Mario Land wurde auch 2011 für die virtuelle Konsole des 3DS veröffentlicht. Im Sarasaland erscheint eines Tages der außerirdische Tatanka. Der hypnotisiert seine Einwohner und entführt die Prinzessin Daisy. Mario muss sie natürlich auf den Weg machen, um sie zu retten. An der Geschichte sieht man schon, dass das Spiel in eine andere Richtung geht. Der Bösewicht ist nicht der klassische Bowser und auch die Spielwelt ist eine andere. Das Spiel spielt sich natürlich wie ein klassisches 2D-Mario. Nicht umsonst gelten die Mario-Spiele als die klassischen Plattformer. Ihr bewegt Mario springend durch die Level und erledigt Gegner mit einem simplen Sprung auf den Kopf. Ihr durchquert aber insgesamt vier unterschiedliche Königreiche, die alle ein ganz bestimmtes Aussehen haben und eher an Realweltörtlichkeiten erinnern. So seid ihr zum Beispiel in einem Königreich unterwegs, das frappierend an Ägypten erinnert. Auch das ist durchaus nicht normal im Mario-Spiel. Die Gegner sind natürlich alle thematisch auf die Umgebung angepasst und euch begegnen teilweise Gegner, die man sonst in keinem anderen Teil der Serie wiederfindet. Aber auch klassische Gegner sind leicht abgewandelt. So hinterlassen die berühmten Schildkröten keinen Panzer, sondern eine Bombe, die euch schaden kann. Am Ende jedes Levels habt ihr die Möglichkeit, einen schwer erreichbaren Ausgang zu benutzen. Tut ihr dieses, könnt ihr euch in einem kleinen Bonusspiel extra Leben verdienen. Am Ende jeder Welt erwartet euch natürlich auch ein Bossgegner. Mario-typisch könnt ihr natürlich auch Power-Ups aus den berühmten Fragezeichenblöcken bekommen. Der Pilz macht euch wie gewohnt größer und ihr könnt so einen Treffer mehr einstecken. Und die Feuerblume ermöglicht es euch mit Feuerbällen, um euch zu schleudern. Mehr gibt es nicht, was für einen so frühen Mario-Titel aber jetzt auch nicht ungewöhnlich ist. Sammelt ihr 100 Münzen ein, bekommt ihr ein extra Leben. Und sammelt ihr ein Herz ein, bekommt ihr natürlich auch eins. Es gibt natürlich auch die gelegentlichen Bonusräume zu entdecken. Das Spiel bedient also nur die Mario Basics, was aber in Ordnung ist. Soweit also alles normale Mario Standardkost. Aber gibt es abgesehen von dem Szenario denn gar nichts Besonderes? Hier kommen die Shooter-Level ins Spiel. Ihr steuert wie in einem klassischen Shoot'em-up Mario in einem U-Boot oder einem Flugzeug von links nach rechts und feuert auf eure Gegner. Hier sieht man, dass damals die Mario-Formel noch nicht so in Stein gemeißelt war und gerne neue Elemente eingebaut wurden. Diese Sequenzen sind jetzt nicht sehr anspruchsvoll, aber eine nette Abwechslung. Die Steuerung ist dabei sehr gut gelungen und der Schwierigkeitsgrad ist nicht zu schwer, aber später auch nicht zu leicht. Kleiner Wermutstropfen ist allerdings der eher geringe Spielumfang. Wenn ihr einigermaßen geübt seid, könnt ihr das Spiel locker in einer halben Stunde durchzocken. In dieser Zeit werdet ihr aber gut unterhalten. Um die Spielzeit etwas zu verlängern, gibt es eine Funktion, die man heute New Game Plus nennen würde. Wenn ihr es durchgezockt habt, könnt ihr noch einmal von vorne beginnen, nur dann halt mit schwereren Gegnern. Grafisch sieht man im Spiel natürlich an, dass es eines der Launch-Titel des Game Boy war. Vergleicht man es zum Beispiel mit seinem Nachfolger, scheinen da doch Welten dazwischen zu liegen. Das heißt jetzt hier noch nicht, dass das Spiel schlecht aussehen würde. So ist das nun auch wieder nicht. Super Mario Land hat einen sehr stimmigen eigenen Stil und ist immer noch gut anzusehen. Erwartet jetzt nur nicht ein grafisches Meisterwerk. Der Sound ist spitze geraten und bietet genau das, was ihr von einem Mario-Spiel erwartet. Vor allem auch, weil es die typischen Mario-artigen Stücke gibt und auch andersartige, groovige Musikstücke. Gute, knackige Soundeffekte und stets wunderbare Musikuntermalung begleiten euer Abenteuer. Was taugt also Super Mario Land für den Game Boy heute noch? Ich kann das Spiel durchaus empfehlen. Für ein Launch-Titel wurde hier auf jeden Fall ein gutes Super Mario-Spiel abgeliefert, was es natürlich jetzt auch keinen verwundern sollte. Das ist ja immer so. Das Spiel bietet heute auch immer noch eine schöne Spielerfahrung und wer einen guten Plattformer auf dem Game Boy spielen möchte, sollte hier auf jeden Fall zugreifen. Wie sollte es anders sein? Nintendos legendäres Entwicklerstudio R&D 1 entwickelte das Spiel und es erschien bei uns in Europa 1993. Das Spiel wurde natürlich auch für die virtuelle Konsole des 3DS veröffentlicht. Die Geschichte baut direkt auf den Vorgänger auf. Mario ist vor sein Abenteuer im Sarasaland zurückgekehrt. Dort muss er jedoch feststellen, dass der böse Wario die Kontrolle übernommen hat und so muss Mario wieder ausziehen, um das Land zu befreien. Um Wario jedoch zu stoppen, muss das Schloss gestürmt werden und das Tor kann nur durch 6 Goldmünzen geöffnet werden, die über 6 Welten verteilt wurden. Also müssen zuerst die Münzen besorgt werden, um dann Wario den Rest zu geben. An der grundlegenden Mario-Formel hat sich natürlich nichts geändert. Wieder steuert ihr den hellen Mario in einem 2D-Plattformer. Gegner erledigt ihr in gewohnter Weise mit einem Sprung auf dem Kopf und es gibt natürlich auch allerlei Hindernisse zu überwinden.
In den berühmten Fragezeichenblöcken erwarten euch wieder allerlei Power-Ups, die im Vergleich zum Vorgänger erweitert wurden. Der Pilz macht euch größer und so könnt ihr einen Treffer mehr einstecken. Die Blume lässt euch wie gewohnt Feuerbälle verschießen. Mit diesen beiden Power-Ups könnt ihr auch eine Drehattacke ausführen, die Steine unter euch zerstören. Die dritte Fähigkeit bekommt ihr nach dem Einsammeln einer Möhre. Damit kriegt ihr Hasenohren und könnt so für kurze Zeit über den Boden gleiten. Eine schöne Fähigkeit, die so manche Sprungpassage einfacher macht. Die Hasenohren wurden bisher auch in keinem anderen Mario-Spiel wiederverwendet. Außerdem könnt ihr natürlich auch Münzen einsammeln. Nach dem Einführungslevel findet ihr euch auf einer Weltkarte wieder und könnt dort die 6 verschiedenen Welten in einer freien Reihenfolge auswählen. Die Welten haben dann nochmal alle 3-5 Unterlevel. Es gibt die Schildkröten, Kürbis, Weltall, Baum, Marco und die Mario-Welt. Die Welten sind alle wunderbar fantasievoll und abwechslungsreich gestaltet. Ich meine, ihr könnt in einem mechanischen Riesen-Mario unterwegs sein. Durch diese optische und spielerische Vielfalt wird das Super Mario Land 2 nie langweilig und ihr seid immer motiviert weiterzuspielen. Es gibt natürlich auch versteckte Bonusausgänge, die euch zu Minispielen führen, bei denen man allerlei Gutes verdienen kann. Am Ende jeder Welt erwartet euch natürlich ein thematisch passender Bossgegner. Allgemein orientiert sich das Spiel eher an den damals neuesten Titel als an den alten NES-Spielen, welches man auch im allgemeinen Grafikdesign sieht. Mario sieht der Super Nintendo-Version ähnlicher als den NES-Varianten. Die Steuerung ist wenig anders zu erwarten perfekt gelungen und der Schwierigkeitsgrad ist fair und legt zum lockeren Spielen ein. Die Grafik ist der Hammer. Schon erstaunlich, wie viel seit dem ersten Teil da herausgeholt wurde. Die Welten sind abwechslungsreich und detailverliebt gestaltet. Einziger Knackpunkt sind die teilweise einbrechenden Frames per Second. Da wurde manchmal wohl doch zu sehr von der Hardware verlangt. Das stört jetzt aber nichts großartig weiter. Der Sound steht dem Optischen eben nichts nach. Die Musikstücke sind wunderbar eingängig und stets passend gestaltet und gehen sofort ins Ohr. Die Effekte sind natürlich gewohnt gut. Was taugt Super Mario Land 2 auf den Game Boy also heute noch? Es ist eines der besten, wenn nicht sogar das beste Plattformer-Spiel auf dem System. Und das will was heißen, denn Spiele aus dem Genre gibt es wie Sand am Meer. Jeder, der sich auch nur entfernt für die Spiele des klassischen Game Boy interessiert, sollte das Spiel mal gespielt haben. Das Spiel wurde von Nintendos eigenes Studio R&D1 programmiert und von Nintendo natürlich selbst 1994 weltweit veröffentlicht. Später erschien es auch auf der virtuellen Konsole des 3DS. Mario Land blieb auch nicht der erste Teil, es erschienen diverse Nachfolger, unter anderem auch auf den Virtual Boy. Die Hintergrundgeschichte beginnt sofort nach Super Mario Land 2. Mario wurde von Mario aus seinem Schloss vertrieben und so macht sich der Fiesling auf, um eine neue Bleibe zu finden. Da erfährt er, dass die Brown Sugar Piraten eine Goldstatue von Prinzessin Peach geklaut haben und Mario diese zurückholen will. Das ist natürlich die Gelegenheit, sich zu rächen. Also macht sich Mario auf den Weg. Das Spiel ist natürlich ein klassisches Jump'n'Run. Allerdings steuert ihr natürlich den etwas pummeligen Wario und der bewegt sich und steuert sich natürlich auch etwas anders als der agile Klempner. Allgemein steuert er sich etwas behäbiger, kann aber genauso auf Gegner springen, um Gegner zu erledigen. Ihr könnt aber natürlich auch andere Upgrades einsammeln, die euch bestimmte Fähigkeiten geben. Diese Dinger kommen in Pötten. Der Stierpott verwandelt euch zum Beispiel zu einem Stier. Mit den Hörnern könnt ihr in der Decke stecken bleiben und eine Stampfattacke ausführen. Der Drachenpott gibt euch einen Drachenhelm. Damit könnt ihr dann, Überraschung, Feuer speien. Mit dem Jetpott könnt ihr über gewisse Strecken fliegen. Diese Fähigkeiten sind also nichts revolutionär Neues, aber doch erfrischend anders. Neben den Pötten könnt ihr natürlich auch Münzen einsammeln. Immerhin will Wario ja ein neues Heim kaufen und das muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Außerdem könnt ihr dann auch diese Minispiele verwenden, die immer am Ende eines Levels kommen. Hier könnt ihr dann allerlei Gutes gewinnen oder logischerweise eure eingesetzten Münzen verlieren. Allgemein ist die Levelgestaltung nicht ganz so linear gestaltet und man sollte immer nach links und rechts abseits der normalen Wege Ausschau halten. Es gibt echt vieles zu entdecken und einzusammeln. Für Abwechslung in Leveln ist natürlich auch gesorgt. Es gibt 8 verschiedene Welten mit jeweils 5 Leveln. Am Ende kommt natürlich auch wie immer gewohnt ein Boss. Diese sind alle herrlich abwechslungsreich gestaltet und so wird euch nicht so schnell langweilig. Während der Vorgänger ja vom Schwierigkeitsgrad her relativ einfach war, ist dieser Teil schon etwas knackiger, aber durchaus schaffbar. Den Fortschritt des Spiels könnt ihr bequem per Batterie-Safe abspeichern. Die Grafik ist der Hammer. Euch wird hier auf jeden Fall eines
der am besten aussehendsten Spiel des Systems geboten. Die Level sind alle sehr schön detailliert und abwechslungsreich gestaltet. Ein wahrer Augenschmaus. Und der Sound, da steht in dem nichts nach. Die Musik ruft prima vor sich hin und die Effekte sind natürlich auch immer passend. Was taugt Wario Land 3 für den Game Boy also heute noch? Wie von Nintendo nicht anders zu erwarten war, erwartet euch hier ein fantastisches Spiel. Ich finde es sehr toll, dass hier auch mal etwas anderes gewagt wurde. Es kommt meiner Ansicht nach nicht an den grandiosen Vorgänger heran, ist aber auf jeden Fall ein wunderbares Spiel, das ich nur jedem wärmstens ans Herz legen kann. Das Spiel wurde von Nintendo entwickelt und ist 1998 bei uns in Europa und in Nordamerika erschienen. In Japan seltsamerweise nicht. Wario Land 2 ist in angepasster Form 1999 auf dem Game Boy Color erschienen. Hier wird jetzt aber die Version für den originalen Game Boy besprochen. Seit 2012 gibt es diese dann auch auf der virtuellen Konsole des 3DS. Die Hintergrundgeschichte ist simpel. Captain Syrup klaut Varios Schatz, ihr wisst, was zu tun ist. Wie der Vorgänger ist auch dieser Teil natürlich ein waschechter Plattformer. Ihr bewegt den etwas behäbigen Wario aus der Seitenperspektive durch die Level. Euer Bewegungsspektrum ist natürlich etwas eingeschränkt. Ihr könnt springen, rammen oder einen Stampfsprung ausführen. Bei den Power-Ups gibt es im Vergleich zum Vorgänger einen großen Unterschied. Diese werden euch nämlich nicht in der Form von verschiedenen Hüten gereicht. Nein, dieses Spiel funktioniert dahingehend ganz anders. Ihr erlangt neue Fähigkeiten durch die Attacken von bestimmten Gegnern. Klingt jetzt also etwas komisch. Daher ein Beispiel. Ihr müsst durch bestimmte Blöcke nach unten brechen. Euer Stampfsprung ist aber dafür nicht stark genug. Gut, dass daneben ein Gegner steht, welcher euch mit Kuchen bewirft. Kriegt ihr einen davon ab, werdet ihr dick und euer Gewicht erhöht sich. Was dann folgt, muss ich euch nicht erklären, der Weg ist geebnet. Diese Power-Ups haben meistens jedoch auch immer große Nachteile. Daran könnt ihr vielleicht schon erkennen, dass dieser Plattformer eine etwas andere Orientierung im Spieldesign als die Konkurrenz hat. Die Level sind etwas verwinkelter aufgebaut. Es gibt überall immer einen Bonusbereich mit Münzen zu entdecken. Und der Fokus ist eher auf die Überwindung von Hindernissen oder Orientierung im Level ausgelegt. Wobei ihr da jetzt aber keine Angst haben müsst. So komplex, dass ihr euch verlaufen werdet, ist es natürlich dann wieder auch nicht. Diesen Ansatz merkt ihr dann auch bei den Gegnern und eurer Lebensenergie. Ihr habt nämlich keine. Treffen euch Gegner, verliert ihr keine Herzen oder ähnliches. Lediglich ein paar Münzen, von denen es jedoch sehr viele gibt. Dadurch spielt sich das Spiel dann auch etwas gefühlt einfacher. Euch erwarten dann insgesamt 25 Level, die in jeweils 5 Welten mit jeweils 5 Leveln unterteilt sind. Das letzte beinhaltet dann natürlich immer klassischerweise einen Boss. Am Ende jeden Levels könnt ihr euch nur mit einem Minispiel zusätzliche Münzen in einem Ratespiel verdienen. Dafür müsst ihr jedoch erst einmal welche einsetzen. Wenn ihr keine Lust darauf habt, könnt ihr die dann aber auch einfach überspringen. Euer Fortschritt wird dabei nach jedem Level automatisch gespeichert. Über die Technik müssen wir nicht großartig sprechen. Die ist natürlich bei Nintendo typisch wundervoll gelungen. Die Sprites sind schön detailliert gezeichnet und versprühen diesen wunderbaren Charme, der diese Reihe einfach ausmacht. Als kleinen Bonus gibt es natürlich auch wieder ein entsprechendes Farbschema für den Super Game Boy Adapter. Musiktechnisch sieht es natürlich wenig überraschend ähnlich aus. Was taugt Wario Land 2 für den Game Boy also heute noch? Ich mag das Spiel sehr und finde es sogar noch besser als seinen Vorgänger. Ich finde die Idee super, von diesen klassischen Hut-Power-Ups wegzugehen und diese situationellen Fähigkeiten zu wählen. Das lädt einfach zum Experimentieren ein. Auch die Levelgestaltung ist herrlich verwinkelt gestaltet und immer findet man irgendwo Münzen versteckt. Von mir aus, wenig überraschend, eine klare Empfehlung. Hier erwartet euch ein charmanter Spitzenplattformer, der den Fokus im Vergleich zum Glück eher auf andere Aspekte legt.